Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir warten nur noch darauf, bis die letzten Formalitäten erfolgt sind, damit alles seine Richtigkeit hat. Und jetzt spielt Japan gegen Frankreich. Ich bin Marco Hagemann, Ihr Kommentator für diese Partie, und ich bin echt happy darüber, mit Hansi Küpper zusammen dieses Spiel kommentieren zu dürfen. Dir und den Zuschauern ein ganz herzliches Willkommen. Das Spiel ist angepfiffen. Deine subjektive Einschätzung, Hansi. Welcher Spieler, denkst du, wird den Unterschied machen? Mich fasziniert immer wieder die körperliche Präsenz von Paul Pogba. Der ist wirklich überall und er hat eine unglaubliche Spielintelligenz, sowohl bei der Balleroberung als auch beim Spielaufbau. Ja, definitiv. Es wird sich alles um ihn drehen, überhaupt keine Frage. Sie nutzen den Raum auf dem Shinji Okazaki. Auch eine Variante. Japan trifft. Japan steht für Konterfußball vom Allerfeinsten. Und hier haben sie es wieder mal bewiesen. Sehr viel besser kann man nicht aus den Startlöchern kommen. Matuidi. Griezmann. Matuidi. Shinji Okazaki. Es geht über die Außenbahn. Die Tür ist sperrangelweit offen. Okazaki. Jetzt der Abschluss. Conte. Hier spielt sich eine Menge auf den Flügeln ab. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich schätze mal, Sie wollen im Zentrum die Räume öffnen, in die Sie dann hineinstoßen können. Sucht seinen Mitspieler. Guter Ball in die Gasse. Nein, der war zu lang. Eine Überraschung. Eigentlich sind sie als Außenseiter in diese Partie gegangen. Versucht den Pass da durch die Gasse. Gefährlich. Pogba. Einfach mal nach vorne gedroschen. Matuidi. Physisch enorm präsent. Jetzt müssen sie sich neu. Die Chance, das Matuidi. Millimeter fehlten. Machen Sie es mit dem feinen Innenspann oder machen Sie es mit dem Vollspann? Sie entscheiden sich für die Variante Hau drauf. Knallharter Schuss, aber kein Treffer. Shinji Okazaki. Mit viel Gefühl. Ab dafür. Pogba. Mondi. Ich will jetzt nicht sagen, dass Ihnen das Risiko fehlt, aber so gnadenlos viel machen Sie nicht aus Ihrem Ballbesitz. Japan hat gleich in den ersten 10 Minuten getroffen und geht damit 1:0 in Führung. Er könnte zum Tor ziehen. Sucht seinen Mitspieler. Jetzt könnte er flanken. Der Befreiungsschlag. Über die Seite. Ja, der war wichtig. Den hat er ganz stark gehalten und das war wirklich in dieser Situation keine Selbstverständlichkeit.
Okazaki ist hier ganz nah dran gewesen. Er wühlt, er rackert, er glaubt immer an seine Chance. Und wenn sie sich ihm bietet, dann nutzt er sie mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Jetzt aber! Jetzt ist er drin! Das ist jetzt schon ein komfortables Polster. Diese beiden harmonieren, als hätten sie ein ganzes Fußballleben zusammen verbracht. Der wunderschöne Doppelpass und der schöne Abschluss. So, zwei. Das war's. Halbzeit. Wie schätzt du denn den ersten Durchgang so ein? Die Ausgangslage ist komfortabel. Wenn sie nachlegen, dann haben sie es schon früh geschafft. Ansonsten müssen sie aufpassen, dass der Gegner sich noch mal den zweiten Atem holt. Das war's aus Durchgang Nummer 1, 2-0, der Zwischenstand. Auf geht's zur zweiten Hälfte. Koscielny. Jallet. Shinji Okazaki. Und weg ist er. Kuhkopfball. Der Ball prallt vom Pfosten ab. So ungestüm in den Zweikampf gegangen. Wenig überraschend, dass es dafür die gelbe Karte gibt. Der Torhüter haut ihn weit raus. Conte. Es geht über die rechte Seite. Hier ist Giroud. Sucht die Lücke. Der ist schön durchgekommen. Ja, und damit verhindert er den Gegentreffer. Was für ein Getümmel. Ich bin mir ziemlich sicher, da gab es einfach kein Durchkommen. Stehen lassen. Einfach nach vorne geschlagen. Giroud. Pogba. Listig gemacht. Griezmann hat unglaublich viel und er zieht ab. So, nun also der Wechsel. Soll hier zweifellos etwas mehr Tempo ins Spiel bringen. So einen Mann, der in der Offensive immer das 1 gegen 1 sucht, kannst du immer gebrauchen. Und der Pass nach hinten. Hier ist Giroud. Sie spielen im Moment definitiv nicht auf Abseits. Naja, wenn du Angst hast, mit einem Pass in die Schnittstelle irgendwie überrascht zu werden, wäre doch das vielleicht auch das richtige Gegenmittel. Ja, definitiv. Wenn die Falle zuschnappt, dann ist alles in Ordnung. Aber die haben im Moment großen Respekt vor dem klasse Timing der gegnerischen Stürmer. Also für dich die richtige Strategie? Also auch diese Strategie birgt Risiken. Aber beim aktuellen Stand der Dinge würde ich sagen, sie machen es zunächst mal richtig. Sakai, sie nutzen den Raum auf dem Flügel. Er passt ihn rein. Er versucht's. Hier hätten sie das 3:0 wirklich machen müssen. Wenn er den reingemacht hätte, dann hätte ich dieses Spiel abgestempelt. Okazaki verfehlt sein Ziel nur knapp. Er ist ein Riesenspieler, ganz schwer zu verteidigen. Da musst du als Verteidiger manchmal einfach hoffen, dass er das Tor nicht macht. Per Kopf. Thank you.
Mondi. Das sieht so gut aus für Sie. Zwei Tore Führung im Rücken. Kaum noch Fußballzeit vor uns. Das sollte doch reichen. Da geht er durch. Beide bringen neues, frisches Personal. Da ist die Chance. Er wird den Ball ab, aber er hält ihn nicht fest und der eigene Mann kann das Ganze reparieren. N'Golo Kanté. Und sie bekommen hier den Freistoß. Vielleicht die letzte Aktion des Spiels. Das war die letzte Möglichkeit, ihn zu bremsen. Sie waren offen und anfällig und einer musste sich opfern. Er hat's getan. Ist das der Lucky Punch in diesem Spiel? Genau so haben sie es im Training einstudiert. Und genau so auch. Das war's. Die Trainer geben sich die Hand. Das Spiel ist beendet. Das Spiel war bis zum Ende spannend. Hervorzuheben war die Abwehr, die den gegnerischen Stürmern das Leben verdammt schwer gemacht hat. Hansi, dein Resümee zu dieser Partie bitte. Sie haben den besseren Start in diese Partie erwischt und vielleicht hat das am Ende den Ausschlag gegeben, dass Sie das Ding hier und heute eingefahren haben. Und das war's für heute. Hansi Küpper und Marco Hagemann wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie's gut und bis bald.